Die NBA-Saison ist jetzt endlich vorbei. Nach monatelangen Pause und der Orlando Bubble stehen die 16 Playoff-Teilnehmer fest. Und in diesem Video schauen wir uns die ersten Partien an und natürlich die Gesamtserien. Viel Spaß und lasst ein Abo und einen Daumen da. Oddspedia, the Sports Betting Community. Richtig, richtig coole Spiele waren das in Orlando. Hat ein paar Gründe natürlich. Erstens, weil es für die meisten Teams um noch was ging. Und zweitens natürlich auch, 22 Teams sind angetreten. Das heißt, die schwächsten 8 sind nicht mehr dabei. Deshalb gab es aus meiner Sicht auch eine etwas höhere Qualität. Und die NBA hat wirklich das Maximum draus gemacht. Wir können jetzt auf die Playoffs richtig, richtig gespannt sein. Wir sehen gerade in der Fußball-Champions League, was so auf neutralem Boden passieren kann. Und auch in der NBA hat das für das ein oder andere Team sicherlich Nachteile, für das andere auch Vorteile. Bevor ich auf die erste Runde gehe, möchte ich doch ganz kurz unsere Wettstatistik hier zeigen. Wir haben in dieser NBA-YouTube-Saison insgesamt 78 Tipps abgegeben, gespielt. Davon 46 getroffen, ganz gute durchschnittliche Quote von 1,82 dabei. Gibt einen Einheitenplus von 7 und ein Yield von 9. Das nur so nebenbei. Man soll ja auch mal was erwähnen, wenn es mal gut läuft, auch wenn die letzten beiden Videos ein bisschen das Ganze noch gesenkt haben. Und jetzt habe ich hier mal eine Statistik vorbereitet. Und zwar sehen wir hier alle NBA-Partien. Es spielen die Milwaukee Bucks gegen die Orlando Magic. Hier die Quotenverteilung. Auf den Gesamtseriengewinn habe ich da mal abgeschrieben von Bet365. Also man sieht hier schon, da gibt es keine zweite Meinung. Die Bucks werden definitiv in die zweite Runde ziehen. Ich finde es immer relativ spannend, wenn es die Möglichkeit gibt, bei den Wettanbietern zu sagen, die Bucks gewinnen zu 0 oder zu 1 und kriegst du dafür so eine Quote. Habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen, zumindest bei denen, wo ich angemeldet bin. Und ja. Heat gegen Pacers, das ist für mich die ausgeglichenste oder vielleicht sogar die zweitausgeglichenste Playoff-Serie in dieser ersten Runde. Sehe ich eher 50-50, aber die Buchmacher und wahrscheinlich auch das Setzverhalten der Spieler geht deutlich auf die Heat mit einer 1,31. Hier traue ich den Pacers mindestens 2 Siege zu, aber beide Teams sind eher tief besetzt. Miami wird es da wahrscheinlich auch machen, aber den Pacers ist wirklich was zuzutrauen, gerade wenn TJ Warren so weiter spielt und auch vielleicht Oladipo ein bisschen noch zurückkommen würde in seiner alten Form, wovon wir leider nicht ausgehen können. Unser Bonus fehlt, sonst wäre das nochmal ordentlich ausgeglichener. Die Heat sind aber auch super tief und die können auch im Semifinal der Eastern Conference auf jeden Fall Milwaukee gefährlich werden aufgrund ihres Spielermaterials. Im nächsten Duell spielen die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers und ich mag die Celtics gerne. Ich hätte mir die auch lieber auf Platz 4 gewünscht, ehrlich gesagt, damit sie im Halbfinale auf Milwaukee treffen und nicht auf Toronto, worauf es wahrscheinlich kommen wird. Die 1,23 Seriengewinn finde ich super, super spannend, weil ich glaube, dieses Duell wird 4-0 oder 4-1 ausgehen. Bei den 76ers fehlt nicht nur Ben Simmons mittlerweile verletzt, auch passt das Teamgefüge nicht so richtig. Also die Joel Embiid Show passt nicht so richtig mit dem Rest der Spieler zusammen. Und ganz, ganz entscheidend, ich glaube, kein Team ist so mit zwei Gesichtern gesegnet wie 76ers, daheim versus auswärts. Boston ähnlich, wer schon mal im Boston Garden war, der weiß, dass selbst die Regular Season Spiele eine Lautstärke erreichen, die andere Teams in den Playoffs schaffen. Das heißt, die können auch viel von den Zuschauern, von den Rängen mitnehmen, in Energie umwandeln. Sie haben ja auch noch ein sehr junges Team, aber bei den 76ers ist das nochmal krasser. Die sind auswärts eine andere Mannschaft wie daheim, ersatzgeschwächt, spielen gegen ein sehr, sehr tiefes Team. Mit einem unglaublich starken Jason Tatum, mit einem geilen Kemba Walker, mit einem, ja, ich will nicht sagen most improved Jaylen Brown, aber der hat in der Bubble jetzt nochmal ein Ding draufgelegt und auch Gordon Hayward, der ja mal vor seiner fiesen Verletzung im ersten Spiel, in den ersten Minuten für Boston, auch davor mal ein Superstar war. Also der kommt auch wieder mehr und mehr zurück und Boston, diese Quote ist einfach nur geil, weil die kommen zu 100% weiter.
Danach geht es noch mit den Toronto Raptors, die ja auch morgen am Montagabend das erste Spiel haben. Sie spielen gegen ein interessantes Brooklyn Nets Team, die irgendwie immer besonders gefährlich sind, wenn die zweite Reihe dran sind. Aber auch hier bleiben wir beim Favoritensieg. Die Raptors werden das 4-0 oder wahrscheinlich 4-1 gewinnen. Haben auch ein tiefes Team, die Leute sind gut drauf. Und Siakam hat bisher nicht so eine gute Bubble gespielt, aber das Team hat trotzdem richtig gut funktioniert und auch ein Norman Powell top gespielt, OG Anunoby auch wieder einen Schritt gemacht. Also wir trauen Toronto wirklich einiges zu in diesen Playoffs und vielleicht passiert auch ein Wunder und sie holen sich nochmal einen Titel. Also, aber dafür schauen wir dann in den nächsten Runden noch genauer hin. Wenn wir das jetzt bis zum Ende hin durchsprechen, sind wir hier, glaube ich, in einer Stunde noch da. Im Westen, ja, fange ich mal unten hier an. Mavericks gegen Clippers. Ich glaube, dass jeder, der hier das ein bisschen länger verfolgt und auch mit mir hin und her schreibt, der weiß ja, Dallas ist genau mein Team. Aber es gibt genau ein Team, ein gegnerisches Team, gegen das sie gar keinen Stich haben, denn ja, das sind die Clippers mit Leonard, mit George. Die können einen Doncic schon ganz gut verteidigen und auch die anderen Spieler bei den Clippers sind bockstarke Verteidiger, wenn sie denn wollen. Dann haben sie auch noch die Offense mit Lou Williams, schnelle Guard-Offense. Sie haben die Möglichkeit mit Alley-Oops, mit Montrezl Harrell, der wieder dabei ist. Nach seiner Quarantänezeit wird er jetzt sein erstes Spiel in den Playoffs machen. Also ein ultra-tiefes Team, sind auch Favorit auf den Gesamtsieg, haben die niedrigste Quote und das wird schwierig für die Mavs, denn die haben sich jetzt entschieden, eine schlechte Defense in der Regular Season, in der normalen, nochmal zu verschlechtern in der Bubble. Das war gar nichts und ich kann mir nicht vorstellen, dass Offense gegen diese Clippers alleine reicht. Trotzdem muss man sagen, es war bisher eine tolle Saison von Luka Doncic, von den Mavs, Porzingis einfach auch wieder zu alter Stärke eigentlich gefunden und vielleicht, sie sind ein junges Team, sie sind auch eine geile Truppe, wenn sie eins der ersten beiden Spiele gewinnen, vielleicht entwickelt sich dann was Verrücktes, aber ich glaube da nicht dran. Trotzdem, die Quote von 5,75 hätte theoretisch Value auf die Mavs, auch wenn ich denke, dass die Clippers das dann doch machen. Ein Kawhi Leonard geht da nicht hin, um in der ersten Runde zu verlieren. Die Nuggets Jazz, das ist auch eine spannende Geschichte. Denver am Ende Platz 3. Wir haben auch dann bei den letzten Spielen so eine Niederlagenserie von Houston, von Utah und teilweise dann auch von OKC gesehen. Grund dafür, aus meiner Sicht, die wollen alle gegen Denver spielen. Utah hat es geschafft. Die Jazz waren vor der Saison einer meiner Geheimfavoriten, die ich sehr, sehr auf dem Zettel hatte, weil ich gedacht habe, dass erstens Conley besser klickt und Mitchell nochmal einen Schritt nach vorne macht. Am Ende ist es jetzt so, dass Conley in der Bubble ganz okay gewesen ist. Besser als in der anderen normalen Regular Season. Aber dafür hat sich Bogdanovic einer Operation unterzogen und Bojan ist nicht dabei und das wird den Jazz zum Verhängnis werden für die Playoffs insgesamt. Hier sehe ich aber leichte Vorteile tatsächlich bei Utah, auch wenn die ihr Heimpublikum sehr vermissen werden. Also Utah, Salt Lake City, auch bekannt für super laute Hallen und da ging ja einiges in den letzten Jahren, allerdings immer nur in der ersten Runde. Denver sehr verletzungsgeschwächt, konnten nicht richtig zusammenspielen. Jokic spielt Bombe, wurde von Greg Popovich ja als Larry Bird Reinkarnation bezeichnet. Also Denver hat auf seiner ganzen Saison bezogen schon hier die nächste Runde verdient. Ich glaube aber nicht so richtig dran. Im letzten Spiel hier in der Bubble ging es 134 zu 132 nach Double Overtime aus für Denver, aber da haben beide eigentlich viel ihre Spieler dann auch geschont, gerade Utah. Hier sehe ich Value in der Quote auf die Jazz, eine 3-1 für den Gesamtsieg und ich glaube Utah kommt tatsächlich auch weiter. Thunder gegen Rockets, das ist für mich die ausgeglichenste Serie, vor allem weil Westbrook nicht dabei ist. Und was die Rockets jetzt am Ende gespielt haben, die letzten Spiele, das war schon eine Unverschämtheit, die seinesgleichen sucht. Also
ging gar nichts. Und in den Playoffs kannst du eigentlich dich noch als Team viel mehr auf James Harden einstellen. Und wenn dann Westbrook fehlt und auch ein Eric Gordon, der relativ spät jetzt dazugekommen ist, nicht in Topform sind und vor allem nicht als Team harmonieren und funktionieren, dann wird es schwierig. Zudem haben die Thunder einige große Spieler, wie zum Beispiel Steve Adams auch auf der Center-Position, gegen die Houston nichts entgegenzusetzen hat. Sie haben ja die kleinste Aufstellung im Prinzip aller Zeiten mit Robert Covington, PJ Tucker auf den großen Positionen. Wird eine spannende Geschichte. Und dann kommt noch hinzu, dass Chris Paul ja nicht wirklich im Guten von den Rockets gegangen ist. Also da gibt es vielleicht nochmal die Prise extra Motivation für OKC, dieses Spiel zu gewinnen. Und wir dürfen gespannt sein, ob es denn so kommt. Ich mag James Harden an sich und würde mich eher freuen, wenn die Rockets weiterkommen, denn das wäre dann auch ein richtig geiles Semifinal gegen die Lakers oder die Portland Trailblazers, für die es noch keine Quoten gibt. Und da kann ich die Buchmacher verstehen. Wir schauen uns auch gleich nochmal das letzte Spiel da an oder das erste Spiel der Serie. Da bei dem Handicap, wen wir sehen, das ist nicht der typische Tabellenerste gegen den Tabellenachten. Dass Portland einiges mehr drauf hat, dürfte jedem NBA-Fan da draußen klar sein. Und mit Nurkic sind sie nochmal ein besseres Team. Und ich hoffe wirklich, dass LeBron schnell wieder nach Hause fliegen darf, nach Los Angeles, und Portland das Ding holt. Sie können zwar keine Defense spielen gegen James und werden auch ein bisschen Probleme gegen Anthony Davis haben, aber in der Offense, McCollum, Lillard, Logo Lillard trifft da hier die Dinger von der Mittellinie aus, habt ihr bestimmt gesehen, Wahnsinn. Also, da hoffe ich tatsächlich auf eine Blazers-Sieg, denke auch, die werden auf jeden Fall Minimum 2 Spiele gewinnen. Aber jetzt zu den Erstrunden-Matches der gesamten Serien, da surfen wir jetzt einmal drüber. Über hier Oddspedia, spannende Geschichte. Wir starten mit den Nuggets gegen die Jazz. Ich habe es gerade hier eingangs schon erwähnt. Das Bubble-Spiel hat Denver in der Double Overtime gewonnen. Und ihr könnt hier auch sehen, die Quotenverteilung nicht ganz so extrem wie bei der Serie, aber auch wieder ganz gut. Und wenn ihr auf die Seite geht, seht ihr auch unter News die neuesten Artikel, die zu diesen Spielen verfügbar sind. Und die sind gerade in der NBA wirklich sehr, sehr wichtig, denn es tut sich ja unter Tage sehr viel. Der Spieler hat was, der setzt aus. In den Playoffs werden sie, glaube ich, alle auflaufen, aber auch sonst hat das schon einen Mehrwert, hier drauf zu schauen. Wir gehen auf die Asian Handicaps und ich habe gerade schon gesagt, ich finde das eine spannende Geschichte, die Jazz hier zu favorisieren. Die Buchmacher sehen die Nuggets vorne und die offizielle Line ist bei plus 3. Minus 3, also je nach Boogie natürlich, aber da ein plus 3 für eine 2,22 auf die Jazz kann man schon mal machen, oder eine plus 4. Das sind natürlich hier wirklich saustarke Quoten. Ich meine, plus 5,5 für eine 1,83, wer ein 18-Bet-Konto hat, kann man eigentlich nichts mit verkehrt machen. Also schon eine super Quoten mit einem guten Handicap. Und ich glaube, dass wir in den meisten Spielen sehr, sehr knappe sehen. Wie es bei den Playoffs am Anfang so ist, ist es eine komplett andere Intensität. Teams spielen nicht mehr mit einer 9er, 10er, 11er, 12er Rotation. Deshalb gibt es so Teams wie Toronto, die früher immer als Regular Season Team gegelten haben, haben immer vorne abgeschnitten, hat ein ultratives Team. Und in den Playoffs gehst du dann auf eine 7er oder 8er Rotation und hast dann eigentlich gegen andere Teams nicht mehr so viele Chancen. Also gerade bei Denver kann man eigentlich so ein bisschen als das Toronto des Westens bezeichnen. Spielen stark in der Regular Season, haben aber dann nicht die nötige Erfahrung und auch nicht vielleicht den richtigen Closer für die ganz großen Titel.
Auf Punkte gehe ich deshalb auch nicht großartig ein, weil du kannst jetzt noch nicht sagen, inwieweit die Defensiven das Ganze etwas anders beeinflussen als in der Regular Season. Aber ja. Wenn wir jetzt hier, wenn wir 230 Punkte nehmen, wo ist die Line bei 218, 217? Ja, da gibt es keine Predictions. Wir schauen weiter. Also locken wir mal ein als Playoff-Tipp die 5,5 auf Utah, wenn ihr da diese Line bei euch habt. Im nächsten Spiel, und das ist ja auch das echt Coole wieder, wir dürfen weiterhin Basketball zu guten Zeiten sehen. Das erste Spiel, glaube ich, 19.30 Uhr, das zweite Spiel bereits um 22 Uhr. Die Raptors, ein Team, was nach dem Abgang von Kawhi Leonard, glaube ich, keiner so richtig auf die Rechnung hatte, dass die weiter ganz, ganz vorne im Osten bleiben. Also ich hätte die auf Position 5 oder 6 gesehen, glaube ich, vor der Saison. Aber Siakam, ganz geil, Fred Van Fleet macht seine Sache auch gut. Und die Nets, ja, sie sind ja richtig, richtig den Trailblazers auf den Sack gegangen mit einem Buzzerbeater von Caris LeVert. Hätten sie die Blazers rausgehauen, beziehungsweise ja doch rausgehauen, dann hätte es ein Ingame gegeben von Suns gegen Grizzlies. Kam es aber nicht dazu. Jetzt sind sie in den Playoffs, sie hatten jetzt auch schon mehr, glaube ich, gewonnen. als man gedacht hätte, hier eine ganz nette Nachricht, Van Fleet wird jedem die Hand reichen, dass sie 4-mal besiegt, aber das zeigt auch schon so ein bisschen die Einstellung, dieses Team glaubt an sich, das hat Marc Gasol, der vielleicht nicht die geilsten Statistiken hat, aber ein guter Leader ist, Laurie, ganz geil, sie haben, hier steht es auch in der nächsten Nachricht, die beste Regular Season in der Franchise History gespielt, eben sogar ohne Leonard, auch wenn er letztes Jahr einige Male ausgesetzt hat. Die Odds, die Asian Handicaps 9,5 bzw. um die 10, finde ich jetzt persönlich interessanter tatsächlich auf Brooklyn zu gehen, weil ich auch hier ein enges Spiel vermute. Also wenn ihr, vor allem weil es das erste ist, da ist der Druck vielleicht jetzt eher so bei einem Toronto-Team, was viel von sich erwartet. Ich glaube zwar schon, dass die Serie 4-0 oder 4-1 ausgeht, aber so ein plus 9,5 plus 10 auf Brooklyn halte ich für den besseren Tipp. Werde aber nichts abgeben, sondern einfach nur hoffen, dass es ein schönes Spiel gibt. Am 19. August, also der 18., den haben wir jetzt mal schön ignoriert, aber egal, spielen die Lakers gegen die Trailblazers. Wir haben hier eine Quote von 3,11. Die Portland Trailblazers haben zum Glück das zweite Endspiel gegen Memphis durch den Sieg und durch die starke Leistung von McCollum in den letzten Minuten vermieden. Können sich jetzt ein bisschen ausruhen gegen ein Lakers-Team, was nur ein Spiel von den letzten 5 gewonnen hat, aber natürlich auch seine Stars ausgeruht hat. Man munkelt, es läuft nicht ganz so gut in LA, was die Teamchemie angeht. Und dann hat man auf der anderen Seite die Blazers, die richtig, richtig gut zusammen ich will jetzt nicht sagen befreundet sind, aber zusammen harmonieren, auch abseits des Platzes. Carmelo Anthony, einer der besten Freunde, glaube ich, von LeBron James, ist jetzt auch nochmal zurückgekommen und spielt wirklich eine entscheidende Rolle bei Portland. Kannst du eigentlich nichts gegen sagen. Ich bin jetzt kein Fan von ihm, aber er spielt wirklich richtig gut. Und auf den Artikel könnte man draufklicken, 3 reasons why LA could sweep the Trailblazers. Also 3 Gründe, warum LA 4-0 gegen Portland gewinnen könnte. Ich glaube es nicht. Ich vertraue auf Portland, dass sie hier die Serie auf jeden Fall eng gestalten. Und wenn wir hier die Asian Handicaps sehen, beim ersten Spiel bin ich noch vorsichtig, weil es kann schon sein, dass Portland jetzt erstmal noch vielleicht ein, zwei Tage mehr Pause braucht. Aber ein plus 5, plus 6 so auf die Trailblazers finde ich auch eine richtig gute Wette, weil der Sieg nicht unwahrscheinlich ist. Für Portland
die 6-2 in der Bubble gespielt haben und Lillard den Bubble MVP hatten, gab es im Prinzip von Anfang an 8 Endspiele, von denen sie 6 gewonnen haben und eins davon ein Clippers Niederlage, wo sie eigentlich auch eine Minute Verschluss vorne waren, ich glaube sogar mit 5 oder so. Und für LA, die hatten jetzt noch nicht so den richtigen Druck bei den Spielen. Also das kann natürlich auch wieder entscheidend sein, warum Portland hier den Steal holt und dementsprechend muss man für sich entscheiden, sind die Blazers fit genug, dann plus 5, plus 6 auf Portland lege ich mich fest. Bei Houston ist die große Frage, also wann kommt Westbrook zurück und sie haben die letzten 3 Spiele deutlich verloren. Oklahoma, jetzt auch nicht mit rumbekleckert, aber die haben auch viel dann geschont, ging auch um nichts mehr. Sie sind ja leichter Favorit, die Thunder, aber es spricht auch mehr für Oklahoma. Dafür, ich mag das Team nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb ist es eins der wenigen, mit dem ich mich eigentlich gar nicht beschäftige. Und Houston finde ich halt Hagen cool. jetzt nicht unbedingt so von seinem Freiwurf-Zeugs, aber weil er halt einfach so unglaublich stark ist und auch mega hart trainiert und richtig geile Ballhandles hat. Also, und der Bart ist natürlich auch cool. Kein Tipp bei diesem Spiel. Pacers gegen Heat, hier kann man leider die 1-6-5 beim ersten Spiel mitnehmen. Die haben sich ja zweimal in der Bubble gesehen und die Heat haben 114-92 gewonnen. Das war schon so ein richtiger Statement-Win. Ich glaube auch, dass Jimmy Butler nicht zulassen wird, dass die Pacers sie besiegen werden. Auch wenn dieses Spiel auf jeden Fall ausgeglichener ist, die Serie als die Quoten gegeben haben. Spiel 1 dürfte schon an Miami gehen, gerade weil TJ Warren in dem Playoff-Spiel jetzt, glaube ich, doch nochmal ganz anders verteidigt werden würde, wie bei den Spielen, wo er jetzt gut gescored hat. Von daher, einfacher Sieg auf Miami ist hier mein Tipp. Bucks, Magic, Hände weg. Die Magic haben echt enttäuscht, haben jetzt eigentlich keinen positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Nicht nur wegen den Niederlagen, sondern auch wie die Niederlagen zustande gekommen sind. Die Line 10, 12 Punkte ist mir zu hoch, um da zu sagen, das macht Milwaukee auf jeden Fall. Aber die Quote von 1,13 braucht man sich auch nicht anschauen. Genauso hier leider mitten in der Nacht um 3 Uhr am 18. August spielen die Clippers, der Top-Favorit auf den Titel, gegen die Dallas Mavericks, die richtig viel Spaß machen. Aber hier möchte ich mich auch nicht auf einen Tipp festlegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Clippers das Spiel verlieren. Ich will aber auch nicht gegen Dallas tippen, gegen mein Team. Theoretisch macht hier eine Kombi Sinn, zum Beispiel mit Boston, 2 1,4er Quoten würden auch eine 2er Quote geben. Diese Quote kann ich nicht nachvollziehen. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum die Celtics nicht die 76ers wegflexen sollten. Dafür sind sie einfach zu stark, zu tief und die 76ers sind mehr mit sich beschäftigt. Da glaube ich wirklich, dass wir ein 4-0 oder 4-1 auch sehen werden. Und damit sind wir bei einem relativ langen Video durch, jedes Spiel, jede Serie einmal kurz beleuchtet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben uns, oder ich werde auf jeden Fall 3 Tipps anspielen. Das eine ist die Utah Jazz mit dem positiven Handicap gegen die Denver Nuggets. Die Trailblazers nehmen wir mit, den einfachen Sieg der Boston Celtics gegen die 76ers und jetzt darf ich nichts vergessen. Jazz war ja auch schon gerade eben gesagt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns spätestens morgen auch wieder beim Champions League-Tipp und dann nächste Woche mit etwas genaueren Details auf die nächsten Spiele. Das war jetzt dann doch etwas allgemeiner. Danke und bis zum nächsten Video.